Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Simon the Sorcerer, Teil 5. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nee, also ich habe nichts rausgekriegt. Also anscheinend kann man mit dem Campingkocher tatsächlich nur die Bohnen rösten. Es hat also nicht wirklich was gebracht. Und meine einzige Idee, die ich noch hätte, wäre nochmal mit allen Leuten zu reden. Wenn das nicht funktioniert, werden wir wahrscheinlich die Hilfe nochmal in Anspruch nehmen müssen, weil ich habe sonst echt keine Idee mehr, was man sonst noch machen könnten. Vielleicht hat ja jetzt irgendjemand noch was Neues. Mit dieser Person alles geklärt. Ja, Rotkäppchen redet da nicht mehr. Ich glaube, mit dem Wolf hat er auch nicht mehr geredet. Im Campingkocher ist ja nichts drin. Mit Wolf hat er auch nicht mehr geredet, oder? Hey, Wolf, alter Schluckspecht. Schein. Nee. Ich komme später wieder, wenn... Irgendwann hat... Ja, da geht nichts. Flaschengeist? Der hat mich fürs Erste genug analysiert. Mir ist schon schwindelig. Okay, und Polly? Tag, Blechkamerad. Tag, Nervensäge. Okay, es... Stimmt. Polly wurde erfunden von diesen Piraten, der jetzt Erfinder ist. Okay. Also, man sieht wieder, wenn man mal nicht weiterkommt, mit allen Leuten reden, hilft. Eventuell jedenfalls. Hey Polly, du hast doch bestimmt eine schlaue Idee, wie man die Spracherkennung an der Tür zum Erfinderschuppen austricksen kann, hm? Nicht überraschend, dass ein Wesen von so schlechter Intelligenz an dem Mechanismus scheitern muss. Jetzt reicht's mir aber. Na warte, du Mülleimer mit Flügeln. Aber da du mir einen Keks gegeben hast, will ich mal nicht so sein. Ich öffne diese Tür für dich. Einzige Bedingung, du verschonst mich ab sofort mit deinem hirnlosen Geschwätz. So, und jetzt Vorhang auf für Polly, den besten Stimmenimitator diesseits des Äquators. Okay, sehr schön. Der quietscht aber ganz schön heftig. Dann kommen wir jetzt doch ins Labor rein. Vielleicht kommen wir dann da weiter. Bitte identifizieren Sie sich. Edward Peach. Stimme identifiziert. Bitte treten Sie ein, Dr. Peach. Wow, ein fliegender Kassettenrekorder. Was es alles gibt. Dieser Spruch war deutlich unter meiner Würde. Und jetzt wende ich mich wieder meiner Studie über die Metaebene von Tresengesprächen zu. Du entschuldigst mich bitte? Alles klar, vielen Dank für die Hilfe. So, dann kommen wir jetzt tatsächlich in die Hütte rein. Was willst du hier? Siehst du nicht, dass du störst? Ich... Oh, das klingt gar nicht gut. Ah, die Außerirdischen kommen! Hektar! Im Barte des Propheten, was soll der Unfug? Nein, nicht die Katalysatorflüssigkeit! Ups. Aber wieso haben die Waffen gegen ihn nicht geholfen, aber gegen dieses Ding? Ziemlich toter Dr. Peach. Ja, super. Er ist auf dem Weg zu seinen Ahnen. Ich trage nur Leichen durch die Gegend, die ich auch selber auf dem Gewissen habe. Alex wäre stolz auf mich. Ich trage ein sauberes Taschentuch bei mir. Ja, super. Ein Kabel mit 4 kleinen Klemmen am Ende. Okay, die haben den tatsächlich jetzt umgebracht. Aber ich verstehe nicht, warum die Waffen gegen ihn nicht geholfen haben, aber gegen den Katalysator-Dings da. Unterlegscheiben? Sieh an. Hier hat der Erfinder seinen Notgroschen versteckt. Das weitere Dublonen. Nicht. Es wächst und gedeiht. Das sind gar keine Schubladen. Das sind Drehschalter an einem eigenartigen Gerät, das wie eine Kommode... Entschuldigung. Das sind gar keine Schubladen. Das sind Drehschalter an einem eigenartigen Gerät, das wie eine Kommode aussieht. Ja, okay, du sagst also nichts mehr. Und wir können anscheinend auch nichts machen. Die Smileys an der Tafel sehen nicht sonderlich glücklich aus.
Nee, überhaupt nicht. Was haben wir sonst noch alles? Hier haben wir noch den Erfindertisch. Ein Metalltisch mit ein paar Brandflecken hier und da. Ist das was? Ein Voodoo-Buch? Ah. Voodoo in 7 Tagen. Scheint davon ja eine ganze Buchreihe zu geben. Das wäre vielleicht nicht schlecht, aber ja auch eine Voodoo-Puppe haben. Ein Buch über Voodoo? Was für ein Blödsinn. Sagt das nicht, dass Voodoo funktioniert hat? Das hast du an deiner eigenen Leib schon kennengelernt. Voodoo in 7 Tagen. Scheint davon ja eine ganze Buchreihe zu geben. Eigentlich sollst du es mal lesen. Mal sehen. Wiederbelebung leicht gemacht. Modernste Methoden der Zombie-Erschaffung ohne Hühnerblut. Um die kürzlich verstorbene Person mit den neuesten Methoden des modernen Voodoos ins Reich der Lebenden zurückzuholen, beachten Sie bitte folgende einfach verständliche Schritte. Sie benötigen eine Voodoo-Puppe. Das Nähen von Voodoo-Puppen können Sie in unserem Workshop Wunderbares Voodoo-Wochenende erlernen. Okay. Oder bestellen Sie einfach eine qualitativ hochwertige Voodoo-Puppe aus unserem reichhaltigen Sortiment. Die unpersonifizierte Voodoo-Puppe muss personifiziert werden. Tipps und Tricks zu diesem Thema erfahren Sie von unseren kompetenten Spezialisten unter der Nummer 385-Voodoo. Bitte platzieren Sie die Voodoo-Nadeln an den wichtigsten Chakra-Knoten. An Herz, Kopf, linkem Arm und linkem Bein. Rostfreie Voodoo-Nadeln können Sie aus unserem ausführlichen Katalogsortiment bestellen. Wir haben garantiert für jeden Geldbeutel das Richtige. Versetzen Sie der Voodoo-Puppe durch die Nadeln Stromstöße in der richtigen Reihenfolge. Herz, aktiviert die Lebensfunktion. Tauchen Sie Ihrem Verstorbenen mittels eines Stromschlags Leben ein. Wichtig, die Denkfunktion sollte zunächst vorbereitet werden, da Ihr Verstorbener sonst als völlig hirntoter Zombie ins Leben zurückkehrt. Kopf, aktiviert bei Leichen kurzzeitig die Denkfunktion. Sind Arme und Beine nicht vorbereitet, bleiben Sie jedoch auf ewig taub. Arm, aktiviert die Greiffunktion der Hände. Achtung, funktioniert nur, wenn die Füße bereits aktiviert wurden. Bein, aktiviert die Gehfunktion der Beine und Füße. Okay, das muss ich mir nochmal anhören. Das müssen wir nämlich in der richtigen Reihenfolge machen. Aber erst einmal müssen wir als nächstes die Voodoo-Puppe, wie heißt das, vorbereiten. Vielleicht können wir da was mit diesem Taschentuch machen. Blüten rein. Ja, vielleicht müsste man da was machen. Oh, ein Kaffeebereiter. Ah, sehr schön. Ja. Würde das funktionieren schon als Dings? Weil ein Telefon haben wir ja leider nicht. Das sieht doch fast aus wie ein kleiner Laborkittel. So, dann die Nadeln rein. Bevor ich die Nadeln in die Puppe ramme, will ich sie auf eine bestimmte Person ausrichten. Ach so, es fehlt immer noch irgendwie was. Ah, Moment mal, der Bart vielleicht. Dass wir den Bart abschneiden oder ein bisschen Dings dafür. Schnapp, der Bart ist ab. Genau so. Und dann das ja dazu. Damit soll dein Name nun Peach sein. So, wir haben eine erfinderähnliche Puppe. Dann müssen wir die Chakren rein, Dings zu den Chakren reinführen. Ich hasse Nadeln. Aber wenn es sein muss... So, und dann müssten wir sie quasi, wie heißt's? Unter Strom setzen? Ich, der große Simon, werde nun mithilfe dieser Voodoo-Puppe einen Menschen wiederbeleben. Bitte bleiben Sie dran. Wir werden jetzt die 4 Klammern an die 4 richtigen Nadeln klemmen und mit ein wenig Strom sollte die Sache hier in wenigen Augenblicken zu einem guten Ende führen. Ah, okay, dazu müsste ich mir das alles nochmal anhören. Ich glaube, Arm ging erst, wenn da Bein ging. Herz, ja, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, zuerst Bein, dann Arm und dann eins von denen, aber ich weiß Abbrechen. Es nicht mehr. Aber wir schauen uns erst noch weiter um. Vor merkwürdigen Geräten kann man sich hier kaum retten. Ein generationenalter Generator. Das sieht aus wie so ein Detektor, mit dem man alle möglichen Sachen im Boden aufspüren kann. Dieses spaßige Teil werde ich mir nicht entgehen lassen.
So, ja, wir nutzen nämlich erstmal das ganze Zeug hier, bevor wir den wieder ins Leben erwecken. Ein Kaffeebereiter. So, was ist das noch? Heizpilz. Ein Miniaturmetallheizpilz. Anscheinend muss man etwas richtig Heißes reinfüllen, damit dann die Wärme sparsam und gleichmäßig ausgestrahlt wird. Ja, okay. Kaffee in den Kaffeebereiter. So, drin ist das Zeug. Nicht, dass ich es trinken wollte. Dann wahrscheinlich noch Wasser. Gluck, gluck, gluck. Und der Wassertank ist voll. Und? Ein Knopfdruck, ein Trinkgenuss. Sehr schön, wir haben frischer, duftender Kaffee. Tagebuch, stand da was drin? Kaffeebereitung für Anfänger haben wir. Die Herstellung des köstlichen schwarzen Genusses ist auch ohne Kaffeevollautomat möglich, wenn man nur die richtigen Maßnahmen ergreift. Die geschlossene Sicherheitstür haben wir. Wir müssen machen, der tote Erfinder. Mist, der Erfinder wurde von dem Außerirdischen umgelegt. Wie soll ich jetzt mit ihm reden? Rotköpfchen muss weg, die kleine Göre stört am Strand. Denn solange sie da ist, komme ich nicht an die glänzenden Diplonen unter der Strandmatte und befreie den Käpt'n aus der misslichen Lage. Genau. Um dich kümmern wir uns gleich. Ich will jetzt erstmal den Kaffee, bevor er irgendwie noch kalt wird, versuchen an den Wolf zu geben. Hier, leckerer, frischer Kaffee. Willst du mich umbringen? Sowas rühre ich nicht an. Genau das ist das, was ich befürchtet habe, dass das nicht so einfach geht. Kann man den in den Rumspender machen? Ich wünschte, das hätte irgendeinen Effekt. Wir müssen den Rum irgendwie an den Wolf, den Kaffee irgendwie an den Wolf geben. Na gut, dann ist es vielleicht doch noch nicht so einfach. Moment, wie war das jetzt? Mal sehen. Um die kürzlich verstorbene Person... Sie benötigen die unpersonifizierte... Bitte platzieren Sie die Voodoo-Nadel. Versetzen Sie der Voodoo-Puppe durch die Nadeln Stromstöße in der richtigen Reihenfolge. Herz, aktiviert die Lebensfunktion. Hauchen Sie Ihrem Verstorbenen mittels eines Stromschlags Leben ein. Wichtig, die Denkfunktion sollte zunächst vorbereitet werden, da Ihr Verstorbener sonst als völlig hirntoter Zombie ins Leben zurückkehrt. Kopf. Aktiviert bei Leichen kurzzeitig die Denkfunktion. Sind Arme und Beine nicht vorbereitet, bleiben sie jedoch auf ewig taub. Arm. Aktiviert die Greiffunktion der Hände. Achtung, funktioniert nur, wenn die Füße bereits aktiviert wurden. Bein. Aktiviert die Gehfunktion der Beine und Füße. Füße waren auch noch drin. Okay, dann habe ich... Moment. Mal um die Kürze. Sie benötigen eine Voodoo-Puppe. Das Nähen... Die und bitte platzieren Sie die... Versetzen Sie der... Herz. Aktiviert die Lebensfunktion. Hauchen Sie Ihrem Verstorbenen mittels eines Stromschlags Leben ein. Wichtig, die Denkfunktion sollte zunächst vorbereitet werden, da Ihr Verstorbener sonst als völlig hirntoter Zombie ins Leben zurückkehrt. Kopf. Aktiviert bei Leichen kurzzeitig die Denkfunktion. Sind Arme und Beine nicht vorbereitet, bleiben sie jedoch auf ewig taub. Arm. Aktiviert die Greiffunktion der Hände. Achtung, funktioniert nur, wenn die Füße bereits aktiviert wurden. Bein. Aktiviert die Gehfunktion der Beine und Füße. Ja, okay, Bein ist sowas wie Fuß. Okay, das heißt erst Bein, dann Arm, dann Kopf und dann Herz. Okay, dann wollen wir doch mal. Ich, der große Simon, werde nun mit Hilfe dieser Voodoo-Puppe einen Menschen wiederbeleben. Bitte bleiben Sie dran. Wir werden jetzt die vier Klammern an die vier richtigen Nadeln klemmen und mit ein wenig Strom sollte die Sache hier in wenigen Augenblicken zu einem guten Ende führen. Dann kommt erstmal das Bein. Nadel im Bein anschließen. Dann Arm. Nadel im Arm anschließen. Dann der Kopf. Nadel im Kopf anschließen. Und dann das Herz. Nadel im Herz anschließen. So, mal sehen, ob die Lampen angehen. Ich glaube, ich hab's geschafft. Oh, aua! Wir, Simon, haben den toten Edward Peach wieder zurück ins Leben gerufen.
Ja. Potztausend, was war das? Ach, ein paar Aliens haben hier herumgeballert und du wurdest von einem Blitz niedergestreckt. Ah, ich erinnere mich. Da habe ich wohl noch einmal Glück gehabt. Außerdem ist mein Ischias weg. So eine elektrische Entladung kann wahre Wunder wirken. Ja, könnte aber auch daran liegen, dass du tot bist. Was? Also das willst du mich beleidigen, Landratte? Schau dich doch mal an. Die Aliens haben dich umgebracht, aber ich, Simon, der mächtige Zauberer, ich habe dich mit dieser Voodoo-Puppe wiederbelebt. Das heißt, ich bin ein Untoter? Ein Zombie? Das ist... Ich... Quatsch, das ist doch wunderbar. Keine Müdigkeit mehr, kein Hunger und meine Rückenschmerzen sind auch weg. Ich kann mich endlich voll und ganz auf meine Forschungen konzentrieren. Was Besseres hätte mir doch gar nicht passieren können. Tja, schön, dass du dich so darüber freuen kannst. Junge, du hast was bei mir gut. Sehr schön. Endlich jemand, der meine Fähigkeiten zu schätzen weiß. Ja, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Dr. Edward Peach ist mein Name. Ich bin Ingenieur und Erfinder. Dies hier ist mein Labor. Ursprünglich hatte ich als Schiffsingenieur auf der Black Pier angeheuert. Nachdem das Schiff gestrandet war, habe ich hier mein Labor aufgebaut. Kannst du mir etwas über diesen Blechpapagei Polly sagen? Ach ja, Polly. Der Vogel ist einer meiner ersten Prototypen. Die künstliche Intelligenz funktioniert leider noch nicht wirklich. Dafür hat der Sprachprozessor volle Funktionalität. Dummerweise widersetzt sich das Vieh jeglichem Debug-Versuch. Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Dosenöffner. Hoch, 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 hoch. Warum seid ihr hier gestrandet? Okay, du willst sicher nur die Kurzfassung, nehme ich an. Also, es war in einer regnerischen Nacht. Der Steuermaat Helge Durchlassen hatte gerade Dienst auf der Brücke. Ich war zu der Zeit in der Kapitänskajüte und hatte die Heizung repariert. Sicher, dass das die Kurzfassung ist? Mhm. Unterbrich mich bitte nicht, Junge, sonst dauert es noch länger. Captain Narrow saß wie üblich vor seinem Spiegel und schminkte sich. Plötzlich kam eine größere Welle und das Schiff bäumte sich kurz auf. Narrow rutschte dabei der Lippenstift quer über das Gesicht. Der Kapitän wurde ärgerlich, murmelte etwas von: Wie kann der über einen Huckel fahren, während ich mich schminke? Dann stürmte er an Deck. Kurze Zeit später hörte ich den Maat etwas von Banshees und Klabautermännern schreien. Das klingt ja schrecklich. Du sollst mich nicht ständig unterbrechen. Es gab Getrampel an Deck und dann ein Platschen im Wasser. Helge Durchlassen muss über Bord gegangen sein. Als ich oben ankam, befand sich dort nur ein völlig verwirrter Captain Narrow. Er stand da in seinem durchsichtigen Kleid, der rote Lippenstift quer über seinem Gesicht. Die spärlich beleuchtete Szenerie wirkte unheimlich, regelrecht unwirklich. Narrow hat nie darüber gesprochen, was in jener stürmischen Nacht wirklich geschah. Und dann? Ein Sturm kam auf. Narrow versuchte, das Schiff auf Kurs zu halten. Helge hätte es vielleicht geschafft, aber so erwischte uns eine Welle und schleuderte uns gegen ein Riff, welches ein großes Loch in den Rumpf riss. Wir wären unweigerlich abgesoffen, wenn... Wenn was? Wenn nicht die nächste Welle gekommen und uns direkt an den Strand dieser Insel gebracht hätte. Hier endet meine Kurzfassung. Die ausführliche Fassung findet sich im gut sortierten Buchhandel, sobald ich einen Verleger dafür gefunden habe. Okay. Was erfindest du denn so? Ich repariere und erfinde alles, was gerade gebraucht wird. Außerdem beschäftige ich mich mit Raumfahrt. Mein Spezialgebiet aber ist die Entwicklung wirklich funktionierender künstlicher Intelligenz. Aha. Was soll das sein? Künstlich erschaffene Wesen brauchen eine Intelligenz, damit sie sich wie richtige Lebewesen verhalten können. Denk nur allein an die Wegfindung. Wie viele meiner weniger gelungenen Schöpfungen habe ich schon dadurch verloren, dass sie den direkten Weg über die Klippen gewählt haben. Probleme mit der Wegfindung hatte ich auch früher mal.
warum reparierst du nicht das Schiff und verschwindest von der Insel? Wozu? Hier kann ich in Ruhe forschen. Alles, was ich brauche, hatte ich im Lagerraum der Black Pier verstaut. Den Rest finde ich auf der Insel. Außerdem scheint Captain Narrow keine Lust mehr zu haben, in See zu stechen. Er ist regelrecht wasserscheu geworden. Ja, Probleme mit der Harpune. Vielleicht könnten wir das lösen. Und dann können wir das Ding hochschießen und er kommt runter. Und dann erfahren wir vielleicht ein paar Sachen. Ich habe ein Problem mit dieser Harpune. Die Leiter ist kaputt und Captain Narrow sitzt auf dem Ausguck fest. Ich versuche mit dieser Harpune ein Seil hochzuschießen, aber ich treffe nicht. Kannst du da was erfinden? Sowas ist ja zu simpel und eigentlich unter meiner Erfinderwürde. Aber weil du es bist, gib mal die Harpune her. So, ich statte die Harpune mit diesem Fernrohr aus. Dann solltest du besser zielen und treffen können. Sehr schön. Pass bloß auf, dass du Narrow nicht erwischst. Er ist zwar ein bisschen seltsam, aber meistens ein feiner Kerl. Dann gehen wir mal wieder. Ich gehe mal wieder. So, wir haben die Sniper-Harpune. Ein völlig zielsicheres Seil mit kräftigem Haken. So, was wir jetzt machen können, ist den Sniper-Harpune hochschicken. Dann kann er runtergehen und kann uns die nötigen Informationen geben. Dann haben wir noch den Kaffee, den wir irgendwie den Wolf geben müssen, damit er nüchtern wird und aufhört zu singen. Damit geht Rotkäppchen in der Dings rein und wir kommen an die Dublonen, an die Schaufel und vielleicht ans Radio. Ja, müssen wir mal schauen. Auf jeden an dieser Festung der an ihre Festung halt ran. Und vielleicht kriegen wir diesen Kaffee aber erst in den Wolf rein, wenn wir mit dem Captain da gesprochen haben. Das wäre auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Das werden wir auf jeden Fall machen, aber erst in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.